Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Daheim statt im Heim ist unser Motto. Denn Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de. Prima, komm, bringt jetzt Action ins Wohnzimmer. Und Spannung. Und Romantik. Und Abenteuer. Und das super scharf. Mega Blockbuster. Sport, Shows und Serien auf über 100 Programmen. Bis zu 37 in HD. Interaktiver HD-Rekorder inklusive. Hol dir den Kabelanschluss Premium von Primacom. Jetzt ab günstigen 15 Euro monatlich. In den ersten 6 Monaten. Prima fantastisches Fernsehen. Von Primacom. Herzlich willkommen zur Drehscheibe am Donnerstag, dem 21. November. Langsam wird es ernst bei der SEPA-Umstellung. Im kommenden Jahr startet der einheitliche Euro-Zahlungsraumverkehr. Doch wie gut sind die Sachsen darauf vorbereitet? Anja Herrmann hat bei einer Chemnitzer Bank nachgefragt und zuvor haben wir uns noch auf der Straße umgehört, was die Sachsen eigentlich zur Umstellung sagen. Ich habe jetzt eine neue Karte bekommen. Und da war die Kontonummer so geblieben. Ich weiß gar nicht, für was das andere ist überhaupt. Da kriegt man ja immer wieder Nachricht von Banken und so weiter. Und ich halte das für völlig sinnlos. Ich weiß es nicht, ob es sein muss unbedingt. Nur auf internationaler Basis. Naja, da kann man vielleicht nicht dagegen machen. Wir können ja nicht hinterher sein. Ich finde das jetzt eigentlich nicht so toll. Warum nicht? Weil man sich dann alles neu merken muss. Also ich habe jetzt meine Kontonummer seit 13 Jahren im Kopf und jetzt muss alles wieder weg und fängst von vorne an, alles neu zu lernen. Ich denke, wenn man das einmal mitbekommen hat, dann geht das auch. Weil es ja auch auf dem Kontoauszügen und allen steht. Und dann denke ich, ist das nicht so kompliziert dann irgendwann. Ja, liebe Zuschauer, unsere Umfragen haben ergeben, dass viele Sachsen über die SEPA-Umstellung informiert sind, sie unterschiedlich beurteilen und teilweise auch die Sinnhaftigkeit in Frage stellen. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen heute nochmal konkreter nachfragen bei der Volksbank Chemnitz und an meiner Seite ist Carsten Piesch, der Gruppenleiter elektronische Bankdienstleistungen. Wunderschönen guten Tag, Herr Piesch. Guten Tag, Frau Herrmann. Ja, Herr Piesch, was sagen Sie denn nun? Was ist SEPA konkret und wen betrifft es? Ja, SEPA betrifft eigentlich jeden. Privatpersonen, Unternehmen, Verbraucher, Vereine. Und SEPA bedeutet die Vereinheitlichung des Zahlungsverkehrs im Bereich Überweisungen und Lastschriften auf einem Format in ganz Europa. Und was ist Ihre Funktion als Bank? Ja, wir begleiten unsere Kunden bei der Umstellung, damit alle in das neue Format gut hineinkommen und hineinfinden. Und ab wann sollten wir denn nun tatsächlich auf SEPA umsteigen? Wann wird es verpflichtend? Also am besten steigen Sie sofort auf SEPA um. Denn die Umstellung, da ist gerade in einem Unternehmen oder in einem Verein doch einiges zu tun. Pflicht ist SEPA ab 1.2. nächsten Jahres. Das heißt, ab 1. Februar nächsten Jahres müssen Sie als Unternehmen, als Verein SEPA zwingend nutzen. Als Verbraucher dürfen Sie noch 2 Jahre länger Ihre Überweisungen mit Kontonummer und Bankleitzahl bei der Bank abgeben. Aber ich als Verbraucher muss schon jetzt wissen, sowohl meine Kontonummer als auch meine Bankleitzahl fällt weg. Es gibt dann IBAN und BIC. Was heißen die beiden Daten konkret? Ja, IBAN ist eigentlich Ihre Kontonummer im neuen europäischen Format. BIC ist die Bankleitzahl im neuen europäischen Format. Beide Werte finden Sie auf Ihrem Kontoauszug und sie sind wichtig, damit Sie, wenn Sie sie angeben müssen, zum Beispiel auf einer Rechnung oder für einen Lastschrifteinzug, dann müssen Ihre Geschäftspartner diese neuen Daten wissen. Und das war auch gleich ein gutes Stichwort. Gibt es mit SEPA auch einen neuen Kontoauszug? Einen neuen Kontoauszug bekommen Sie nicht. Der bleibt eigentlich im Wesentlichen gleich. Sie finden dann nur diese neuen Daten mit auf dem Kontoauszug. Und ist es denn eigentlich auch möglich, SEPA-Zahlungen in einer anderen Währung vorzunehmen? SEPA-Zahlungen sind immer Zahlungen in Euro. Selbstverständlich können Sie auch weiterhin Zahlungen in anderen Währungen durchführen. Das sind dann Auslandszahlungen, zum Beispiel in US-Dollar. Und was muss ich bei Lastschriftvereinbarungen beachten?
Verbraucher brauchen eigentlich relativ wenig beachten. Sie werden in der nächsten Zeit relativ häufig angeschrieben werden von Unternehmen, wo sie eine Einzugsermächtigung erteilt haben, die sie über die Umstellung auf SEPA informieren. Sollten sie selbst ein Unternehmen haben oder einen Verein haben, dann ist die Umstellung etwas aufwendiger. Hier wenden sie sich am besten an ihre Hausbank. Ja, und meine letzte Frage noch. Wird denn meine Bank auch nach dem 1. Februar noch Zahlungen und Überweisungen im alten Format entgegennehmen und verarbeiten? Ab 1.2. nächsten Jahres ist SEPA Pflicht. Ab diesem Datum müssen Unternehmen und Vereine zwingend SEPA-Zahlungen durchführen. Ab diesem Datum dürfen keine anderen Zahlungen mehr entgegengenommen werden. Lediglich die Verbraucher, die dürfen noch 2 Jahre länger Überweisungen mit Kontonummer und Bankleitzahl bei ihrer Bank beauftragen. Ja, und Herr Piesch, was ist Ihr persönlicher Tipp? Wann sollte ich, egal ob Verbraucher oder Unternehmen, umstellen auf SEPA? Fangen Sie am besten sofort an, denn alles, was man weg hat, hat man weg. Ja. Vielen Dank, Herr Piesch. Also unsere Botschaft: erledigen Sie am besten jetzt schon Ihre Hausaufgaben. Und damit zurück ins Studio. Danke, Anja Herrmann. Der Handelsverband Sachsen warnt übrigens im Zusammenhang mit der SEPA-Umstellung vor Spam-Mails. Online-Betrüger tarnen ihre E-Mails als Informationen der Bank, doch stattdessen bekommen Unternehmer und Verbraucher einen Trojaner auf den Rechner geschmuggelt. Mehr Aktuelles vom Tage haben wir gleich für Sie. Er ist wirklich schnell. Er ist wirklich preiswert. Er ist wirklich nett. Floris Hausmeister-Service. Von Möbelmontage bis Hausgeräteanschluss. Von der Abfallentsorgung bis zum Glühlampentausch. Vom Lüften der Wohnung bis zum Blumengießen. Flori ist überhaupt nicht teuer und in kleinen Sachen der Größte. Floris Hausmeister-Service einfach buchen. Telefon Hoyerswerda 46 73 0. 46 73 0 und im Netz unter lebensräume-hy.de. Ein wirklich tolles Angebot. Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Daniel hat die Maskottchengeschichte mal übernommen und identifiziert sich mit dieser Figur. Und er ist da auch relativ hemmungslos. Seitdem bin ich Handball-Fan. Daniel und Geld, das geht nur insofern zusammen, als dass er genau weiß, wofür er es ausgeben kann. Es nervt ein bisschen, dass er sich nicht Gedanken macht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Damit Mütter sich weniger Sorgen machen, sorgen Sie vor mit der Sparkassen-Altersvorsorge. Willkommen zurück bei der Drehscheibe. In Sachsen kamen dieses Jahr bisher weit weniger Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben als im vergangenen Jahr. Wie das Statistische Bundesamt heute bekannt gab, verunglückten von Januar bis September 145 Menschen in Sachsen tödlich. Das sind 17 weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Verletzten ging um fast 9% zurück. Mehr Nachrichten vom Tage haben wir jetzt für Sie zusammengestellt. Gut voran gehen die Arbeiten am ehemaligen Eckhaus in der Hoyerswerda-Mannstraße. Der Innenausbau läuft und derzeit werden die Dächer auf den Gewerbeeinheiten instand gesetzt. In den nächsten Tagen soll auch die Rückfront des Gebäudes mit einer Wärmeisolation versehen werden, damit im Anschluss die Laubengänge aufgestellt werden können, heißt es von der Wohnungsgesellschaft. Im Außenbereich werden bereits die Stellflächen auf dem künftigen Parkplatz asphaltiert. Rund 4,8 Millionen Euro kostet der Umbau. Ein neues Zuhause hat der Indoor-Spielplatz der Hoyerswerda Kulturfabrik. In der ehemaligen Volkshochschule werden derzeit die Räume vorbereitet. Eingerichtet werden in den nächsten Tagen ein großes Spielzimmer mit Ballbassin, ein Sportraum mit Kicker und Tischtennis sowie ein Entspannungs- und Kuschelraum. Im Eingangsbereich lädt zudem ein Elterncafé zum Verweilen ein. Der Indoor-Spielplatz öffnet am ersten Adventssonntag ab 14 Uhr seine Pforten. Eine kleine, aber sehenswerte Ausstellung gibt es jetzt im Lichthof des Rathauses am Markt in Hoyerswerda. Gezeigt werden künstlerische Werke von Computervater Konrad Zuse. Seine Ambitionen dazu entwickelte er übrigens schon in der Schulzeit. Dort und später im Studium zeichnete er vor allem seine Karikaturen.
Im nächsten Jahr wird die Fernwärme in Hoyerswerda teurer. Wie VBH-Sprecher Stefan Jugert bestätigt, steigen die Preise ab dem 1. Januar um 3%. Als Grund für die Erhöhung werden unter anderem gestiegene Bezugskosten von Vattenfall angegeben. In der Nacht zum Donnerstag ist in Hoyerswerda erneut ein Auto gestohlen worden. Der Mazda 3 war auf einem Grundstück in der Badergasse abgestellt. Die Besitzer hatten den Wagen erst vor einem halben Jahr für 20.000 Euro gekauft. Die Soko Kfz ermittelt. Schwerverletzte gab es am Dienstagabend bei einem Unfall zwischen Biela und Kamenz. Ein 21-Jähriger hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Renault Cabriolet verloren und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann und seine 17-jährige Beifahrerin wurden im Autowrack eingeklemmt. Sie mussten durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Bernbruch und Kamenz befreit werden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zur Fahrweise des Cabrios im Vorfeld machen können. Hinweise nimmt das Autobahnpolizeirevier Bautzen telefonisch unter der 03591 3670 entgegen. Die Verbraucherzentrale Sachsen bietet kostenlose Stromsparberatungen an. Noch bis Ende des Jahres können Mieter, private Hauseigentümer, Bauherren und Wohnungseigentümer sich einen entsprechenden Gutschein sichern. Mehr dazu gibt es im Internet unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. Bei uns in der Sendung geht es gleich weiter mit den Wetteraussichten und den Veranstaltungstipps. Also bleiben Sie dran. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Der Umgang mit dem Tod gehört zu den Themen, die gerne vermieden werden. Doch der Verlust eines geliebten Menschen ist eine der schwersten Prüfungen, die im Leben auf uns warten. Zum Schmerz sollten da nicht auch noch finanzielle Sorgen kommen. Deshalb gibt es die Möglichkeit, bereits zu Lebzeiten vorzusorgen. Mit uns können Sie Ihre Wünsche und Vorstellungen besprechen, Ihre Bestattung nach eigenem Ermessen festlegen und Ihren Angehörigen so finanzielle und organisatorische Sorgen abnehmen. Wir sind für Sie da, um mit Einfühlungsvermögen und langjähriger Erfahrung Ihre Vorstellungen von einem würdevollen Abschied umzusetzen. Wir sind Ihr Begleiter mit dem gemeinsamen Wunsch, auch den letzten Weg im Sinne des Menschen zu gestalten. Wir sind das Bestattungshaus Tannenhauer, das Ihnen einfühlsam und helfend zur Seite steht. Nachbarschaftshilfeverein lädt am Freitag wieder zur Wirbelsäulengymnastik in die Begegnungsstätte Grüner Hain an der Hufelandstraße ein. Wer mitmachen will, sollte um 10 Uhr da sein. Kurioses rund ums Klo gibt es anlässlich des Welttoilettentages im Zoo und im Schloss in Hoyerswerda. Doch bis kommenden Dienstag bekommen Besucher täglich von 10 bis 16 Uhr jede Menge Infos zu diesem Thema.
Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda steht am Freitag das Basteln und Spielen je nach Lust und Laune im Programm. Die Angebote können von 14 bis 18 Uhr genutzt werden. Im Jugendclubhaus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda gibt es am Freitag eine Breakdance-Stunde mit Coach Micha. Diese beginnt um 15.30 Uhr. In der neuen Bühne Senftenberg gastiert am Freitagabend das Salonorchester des Filmorchesters Babelsberg mit dem Programm Wir können auch anders. Beginn ist 19.30 Uhr. Und in der Hoyerswerda Kulturfabrik findet am Freitag und Samstag das 17. Liederfest Heuschrecke statt. Dabei können sich ab 21 Uhr auf der offenen Bühne Musiker präsentieren. Der Publikumssieger darf dann am Samstag neben den bereits gesetzten Teilnehmern beim Wettbewerb starten. Nachts wolkig, mit etwas Regen, teils mit Schnee vermischt, Tiefstwerte 3 bis 0 Grad. Am Freitag stark bewölkt, teils trübe und gebietsweise leichter Regen oder Sprühregen, maximal 4 bis 6 Grad. Das war die Drehscheibe für Donnerstag. Morgen geht es bei uns unter anderem um zwei possierliche Dresdner. Als erster Tierpark in Ostdeutschland hält der Dresdner Zoo nun Koalas. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.